Sie sehen extrem harmlos aus, wie kleine Kinder eben, aber sind gefährlicher und gruseliger und furchtbarer, als es ihr euch jemals vorstellen könnt. Heute mit den gefährlichsten Kindern der Welt. Nummer 10, Leute. Morgan Gazer und Anissa Weyer. Die beiden Mädchen waren erst 12 Jahre alt. Von der zweiten, das klingt schon wie Auweia, ja? Aber zu dem Fall kann man auch nur Auweia sagen, Anissa Weyer. Als sie bereits Schlagzeilen machten, da sie ein Mädchen in ihrem Alter mit 19 niederstreckten. Nee. Ja, die machen Schlagzeilen. Die mit 14 haben die schon auf dem Gewissen. Also die sind, das sind 14-jährige Mädchen. Kinder eigentlich noch. Und die bringen ihre Freundin. Das noch seltsamere an der Geschichte, die beiden versuchten ihre Freundin während einer Übernachtungsparty zu töten, um dem Kult des Slenderman beizutreten. Bei einer Übernachtungsparty? Das macht mir Angst, Leute. Ich habe früher auch immer Übernachtungspartys gemacht. Also wir haben immer Wochenende. Wir durften das ganz selten auch mal unter der Woche, Freunde, aber das war eine krasse Ausnahme. Aber am Wochenende habe ich immer bei Kollegen geschlafen, bei Freunden geschlafen oder Freunde bei mir, immer. Dann haben wir die ganze Nacht durchgezockt oder sowas. Aber wir haben nicht daran gedacht, irgendjemanden umzubringen. Nein, das... wegen Slenderman? Warum? Mit 14 habe ich noch nicht mal Horrorfilme geguckt. Aber Slenderman? Okay, ich bin auch ein kleiner Schisser. Ich weiß, viele gucken mit 14 schon Horrorfilme. Aber ich bin auch ein kleiner Schisser, aber... Was? Eine Meme aus dem Internet. Die zwei Mädchen dachten jedoch, dass Slenderman wirklich existierte. Das Opfer überlebte diese grausame Tat nur knapp. Ah, okay, okay. Die hat überlebt. Das Mädchen hat überlebt, Freunde. Eieiei. Nummer 9. Okay, Nummer 9, Freunde. Achtjähriger schlägt Einjährige tot. Im November 2015 hat ein Achtjähriger aus Birmingham seine kleine, einjährige Schwester zu Tode geprügelt, weil sie nicht aufhören wollte zu weinen. Die Mutter des Mädchens ließ die Kinder alleine, um in einen Nachtclub zu gehen. Katera Lewis, die... Um in einen Nachtclub zu gehen. Das sagt schon alles über diese Familie. Die lässt ihre achtjährigen Sohn und ihre einjährige Tochter alleine zu Hause zurück, während sie feiern geht. Warum gehst du feiern, wenn du zwei kleine Kinder zu Hause stehen, also sitzen, liegen, schlafen hast, ja? Und dann hat natürlich die Einjährige die ganze Zeit geweint, weil ihre Mutter war nicht da. Und dann hat der Achtjährige, okay, den Achtjährigen kannst du keine Vorwürfe machen, ein Achtjähriger checkt ja gar nicht, was er macht. Aber der wollte, dass die aufhört zu schreien. Und danach hat sie wahrscheinlich aufgehört zu schreien, ja. Traurigerweise. Katera Lewis, die Mutter der Kleinen, wurde wegen Totschlags angezeigt und gegen eine Kaution in Höhe von $15.000 freigelassen. Okay, die hat 15.000 Euro hat sie diese Fahrlässigkeit gekostet, dass sie in den Club gegangen ist. Ja, also sie wurde halt wegen Totschlags, ja, weil man sie dafür natürlich verantwortlich macht, dass ihre kleine Tochter gestorben ist. Ist ein eigenes Leben, es war ihre Tochter, aber es ist ein eigenes Leben. Und ja, sie ist dafür verantwortlich, 15.000 Euro rausgekauft. Und schon ist ein Menschenleben weg für 15.000 Euro. Der Junge wurde wegen Mordes verurteilt. Somit ist er der jüngste Mörder, der je in Alabama verurteilt wurde. Hä, was? Verurteilt? Ist in den Knast gegangen? Der ist 8. Wie willst du denn einen 8-Jährigen in den Knast stecken? Seid ihr nicht mehr ganz, Schuss oder was? Nummer 8, Jasmine Richardson. Oh. Nachdem Jasmine verboten wurde, ihren 23 Jahre alten Freund Jeremy Steinke zu sehen, ermordeten die beiden Jasmines Eltern und ihren kleinen 8-jährigen Bruder. Nach... Jeremy Steinke, das klingt wie so ein richtiger deutscher Name. Jeremy Steinke. Okay, aber habe ich es gerade richtig gehört? Sie durfte ihn nicht besuchen. Was kann man denn machen? Vielleicht akzeptiert man einfach ein Nein. Ja, wenn man etwas nicht darf, dann macht man es halt auch einfach nicht. Ja, und wenn man sich dazu vielleicht entscheidet, es zu machen, könnte man irgendwie das heimlich machen, aus dem Fenster krabbeln. Oder man macht es einfach so wie Jeremy und Jasmine. Man bringt einfach seine gesamte Familie um. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also es klingt eigentlich... zu krank, um wahr zu sein. Aber es ist passiert. In eine 100 Meilen entfernte Stadt, bevor es den Behörden gelungen war, die beiden zu fassen. Ihr Freund hat Jasmine davon überzeugt, dass er ein 300 Jahre alter Werwolf ist. Das Paar wurde verurteilt. Okay, und jetzt weiß ich, warum sie es getan haben. Sie haben gedacht, er hat gedacht, er wäre ein Werwolf. Und er konnte sie auch überzeugen. Und am Ende waren die beide so, ja, Mann, du bist ein Werwolf. Hä, wieso denn ein Werwolf? Seid ihr, hä? Habt ihr nicht mal alle Socken am Zaun oder was? Jasmine in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ja. Da Nummer gehören die 7, auch hin. Da gehören die auch wirklich hin. Okay, Freunde, Nummer 7, Mary Bell. Mary Bell war eines dieser Kinder, vor der alle etwas Angst hatten.
Am Tag vor ihrem Oh ja, Freunde, war das bei euch auch so im Kindergarten oder in der Schule? Es gab immer diesen einen Schüler oder dieses eine andere Kindergartenkind, vor dem man Angst hatte. 11. Geburtstag im Jahr 1968 erdrosselte sie einen 4-jährigen Jungen namens Martin Brown. Im Juli desselben Jahres... Hey, was hattest du gegen Martin? Der hat dir nichts getan. Ich bin einfach nur schockiert. Alter Schwede. Entführte Bell zusammen mit einer Freundin den 3-jährigen Jungen Brian Ho. Im Anschluss haben sie... Bell zudem die des Jungen und ein M in seinen Bauch. Hä? Was ging Mary Bell? Was? Also sie sieht aber auch schon links aus wie so eine Horrorpuppe. Aber was ging in diesem verrückten Kopf vor, dass man auf solche Fantasien kommt? Vor allem in diesem Alter. Wenn man so jung ist, da ist man doch eigentlich jung und unschuldig. Bell kam als Kind ins Gefängnis und wurde mit 23 Jahren wieder entlassen. Nummer 6. Eric Smith. Eric ermordete den 4-jährigen Derek Robbie im Jahr 1993 auf brutalste Art und Weise, als er gerade einmal 13 Jahre alt war. 13? Ich frag mich gerade, ob ich mit 13 überhaupt wusste, dass es sowas wie Mord gibt. Kranke Welt, wirklich. Also was ist da falsch gelaufen? Irgendwas in der Erziehung? Haben die zu viele Filme geguckt? Oder also wie kommt man mit 13 auf diese Fantasien, jemanden das Leben zu nehmen? Als Robbie auf dem Nachhauseweg war, schnappte ihn sich Eric und schleppte ihn in den Wald. Im Wald schlug Eric auf ihn ein und verletzte seinen Körper, bis Robbie schließlich tot war. Seither ist Eric Smith hinter Gittern. Ja, der sieht ja auch ein bisschen noch aus wie ein Psycho, um ehrlich zu sein. Wir machen kurz Grüße in diesem Video. Grüße raus an die Magangs, an das Kanalmitglied Mulan, an Josephine Holzel. Und den ersten Kommentar im letzten Video hat Mika Lobbyho geschrieben. Wenn du im nächsten Video gegrüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Und Robert Thompson. John Venables und Robert Thompson. Was haben die beiden gemacht? Die haben auch zusammen Kollegen erdrosselt oder was? Diese Jungen ermordeten den 2 Jahre alten James Bolger 1993 in England. Der kleine Junge befand sich im selben Kaufhaus wie John und Robert. Die beiden entlockten ihn seiner Mutter, nachdem sie den Jungen... Aber, also, okay, die waren beide so jung und haben einer Mutter das Kind weggenommen. Einen 2-Jährigen. Aber was war jetzt das Motiv? Mochten die den nicht oder hatten die Bock? Entführt hatten, traten und schlugen sie auf ihn ein. Sie benutzten sogar Ziegelsteine und Eisenstangen. Anschließend warfen sie seinen Körper auf die Gleise. James verstarb aber schon, bevor der Zug ihn erwischte. Nummer 4. Dürfte ich was über das Motiv erfahren? Was war jetzt das Motiv? Also warum haben die das getan? Für die, die nicht Krimisprache wissen. Aber, also warum haben die das getan? Mochten die den nicht oder hatten die einfach diese Fantasien und haben einfach gedacht, okay, das ist unser auserwähltes Kind mitten in einem Kaufhaus. Okay, als nächstes haben wir die Nummer 4 und zwar Jesse Pomeroy. Im Herbst und Winter des Jahres 1871 ermordete der 11-jährige Jesse 4 kleinere Jungen. Als Strafe wurde Jesse in eine Erziehungsanstalt geschickt und wegen guter Führung vorzeitig wieder freigelassen. Gleich nach seiner Entlassung begann er erneut mit dem Morden. Erst hatte ein junges Mädchen gefoltert und ermordet. Das war einfach ein Hobby vom Jesse in so jungen Jahren. Und dann wird er einfach wieder freigelassen, weil er ja gute Führung, ja. Mörder sind auch oft Psychopathen und die können sich dann auch gut benehmen, damit die einfach wieder freigelassen. Die können doch nicht einfach den freilassen wieder. Naja, der ist ja selber sehr jung, ne? Ich weiß jetzt nicht wie alt war der jetzt, aber bin verstört, Freunde. Ich kann nach diesem Video einfach schlafen gehen. Magi kann einfach schlafen gehen nach diesem Video. Im Anschluss tötete er einen 4-jährigen Jungen. Jesse zeigte weder Emotionen noch Reue nach seinen Taten. Ist er das heute gewesen? Nummer 3. Weil das jetzt heute? Krank, was denkt er darüber? So, jo, als Kind habe ich gemordet. Joshua Phillips. Als nächstes haben wir die Nummer 3 und zwar Joshua Phillips. Die Mutter von Josh vermutete wohl kaum, dass sie beim Aufräumen seines Zimmers auf eine Leiche stoßen würde. Sie entdeckte einen nassen Fleck unter dem Bett ihres Sohnes und Ey, stellt euch vor, Freunde. Stellt euch vor, ihr seid Mutti von dem Jungen. Ist euer Schützling. Ihr liebt ihn über alles. Ihr denkt, es ist ein braver Junge, der macht seine Schule, der kriegt sein Leben auf die Reihe, macht in seinem Zimmer sauber und ihr findet dort einfach eine Leiche. Das ist der Schock fürs Leben. Wie geht das? Das geht nicht in meine Birne rein. Was zum Teufel, Leute? Sie entdeckte einen nassen Fleck unter dem Bett ihres Sohnes und bemerkte, dass Joshuas Wasserbett mit Isolierband geflickt war. Sie dachte, das Bett hätte ein Leck und entfernte die Isolierbänder. Dabei bemerkte sie etwas Kaltes. Sie fand den toten Körper der 8-jährigen Nachbarstochter, die eine Woche zuvor verschwand. Phillips sagte nie etwas über das Motiv der Tat. Einfach die 8-jährige Nachbarin. So, dann wusste er nicht, wohin damit. Dann hat er einfach das Wasserbett aufgeschnitten,
sie da reingetan und zugeklebt mit Band. Und durch das Wasser wahrscheinlich war auch der Geruch nicht so, aber ja. Ja, und das war halt nicht ganz dicht. Und deswegen gab es einen nassen Fleck und dann hat die Mutter das gesehen und dann was Kaltes und ja. Dabei bemerkte sie etwas Kaltes. Sie fand den toten Körper der 8-jährigen Nachbarstochter, die eine Woche zuvor verschwand. Philipp sagte nie etwas über das Motiv der Tat. Er wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, richtig. Nummer 2. Also, krank. Also, es kommt nicht in den Kopf rein, was es für kranke Menschen gibt und kranke Kinder vor allem. Jordan Brown. So, als nächstes haben wir die Nummer 2, Jordan Brown. Ey, das ist so weird, das zu sehen, dieses Mugshot oder wie die heißen, wo man ja die Größe hat und so weiter. Davor macht man ja immer Fotos, wie einfach, also wie das einfach Kinder sind, die davor so wie Kriminelle behandelt werden. Es sind ja auch Kriminelle, aber in diesem Alter, sind die überhaupt zurechnungsfähig? Der 11-jährige Jordan ermordete 2009 die 26 Jahre alte Verlobte seines Vaters, indem er ihr mit der Schrotflinte seines Vaters in den Hinterkopf schoss. Ich wollte gerade sagen, wie schafft es ein 11-Jähriger, eine 26-Jährige und warum? Ist es die Freundin von seinem Dad? Okay, anscheinend mochte er sie nicht und vielleicht auch, weil ja, er seine Mutter liebt und sie war sozusagen die Neue und hat dann so einen Hass entwickelt und dann hat er einfach die Pumpgun, die Schrotflinte, die hat er aus dem Schrank von seinem Dad genommen. Ja, das ist Amerika. Sowas gibt es nur in Amerika, weil in Amerika können Leute mit einem Waffenschein Waffen besitzen, ja? Nicht nur Polizisten, sondern auch normale Bürger können Waffen dort besitzen und das ist die Folge davon, ja? Also Das ist so eine der schlimmsten Sachen in Amerika, finde ich, dass man dort Waffen besitzen kann. Jordan gab an, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Er wurde für schuldig befunden und saß seine Zeit in einem Gefängnis. Aus Eifersucht, weil sein Dad wahrscheinlich viel mehr Zeit mit seiner Freundin verbracht hat als mit ihm. Pennsylvania ab. Am 13. Juni 2016 ist er allerdings wieder freigekommen. Bis zu seinem 21. Lebensjahr bleibt er aber noch auf Bewährung. Okay, danach noch auf Bewährung, aber ich glaube, anscheinend ist er danach nicht mehr straftätig geworden. Nummer 1, Alyssa Bustamante. Als nächstes haben wir die Nummer 1 und zwar Alyssa Bustamante. Und jetzt müssen wir uns anziehen, denn es wird geisteskrank, was jetzt passiert. Im Jahr 2009 wollte die damals 15-jährige Alyssa unbedingt wissen, wie es ist, jemanden zu töten. Anstatt dies... Klar, man unbedingt wissen, wie es ist, also... Es gibt viele Dinge, die man irgendwie im Leben mal machen möchte oder erfahren möchte oder so, aber das Töten gehört nicht dazu, ganz sicher nicht. Dieses kranke Verlangen zu unterdrücken, lockte sie ihr Opfer in einen Wald und tötete dort die 9-jährige Elizabeth Alton. Und dann auch noch eine arme, unschuldige 9-Jährige, die einfach nur leben wollte. Die wollte einfach nur leben, ein glückliches Leben führen. Da schrieb ihre... Und wurde von irgendeiner Geisteskranken einfach erdrosselt. Erfahrungen später in ihr Tagebuch und enthüllte, dass es ein unglaublich tolles Gefühl war, das Mädchen zu töten. Und sie... Toll, habe ich das gerade richtig gehört? Die genoss es sehr. Wow, das war mal wirklich sehr verstörend. Ich glaube, das bisher verstörend. Okay, Freunde, das war's mit den 10 Kindern. Ich muss ehrlich sagen, das war einer der verstörendsten Videos, die ich seit langer Zeit wieder gesehen habe. Ich muss tief durchatmen. Das ist geisteskrank. Also, das ist wirklich geisteskrank, Freunde. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, das war's auf jeden Fall. Ich bin für heute durch. Mein Rücken ist nass geschwitzt. Lasst gerne ein Abo da hier auf der Seite. Hier könnt ihr andere Videos abchecken. Schlaft gut. Habt noch einen schönen Tag. Egal welche Tageszeit es bei euch ist. Und macht sowas nicht nach. Bitte nicht. Ja. Ciao, ciao.